Es geht weiter mit den Halbjahresvorschauen. Dieses ist der dritte von insgesamt vier Teilen. Und in diesem Video geht es wieder um die Fantasy-Bücher und diesmal um die Reihenfortsetzungen. Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Weiter geht's mit den Halbjahresvorschauen für das zweite Halbjahr 2022, Juli bis Ende Dezember. Und in diesem Video geht's wieder um Fantasy-Bücher und Jugendbücher, also Jugendfantasy und Erwachsenenfantasy. Und in diesem Teil geht's um die Reihenfortsetzungen, weil auch da kommt natürlich mega viel auf uns zu. Die anderen beiden Videos sind ja schon online, ich verlinke sie oben hinter dem i. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann schaut unbedingt bei den Videos auch vorbei, weil das sind die Reihenstarts und Einzelbände und da ist echt ein Hammerbuch nach dem anderen dabei. Aber auch bei den Fortsetzungen ist richtig viel Tolles, Erwähnenswertes und viel, worauf man sich schon mega vorfreut, worauf wir echt schon lange warten, ich zumindest. Und deswegen finde ich es eigentlich immer schade, wenn die Fortsetzungen nicht so ins Licht positioniert werden bei den Neuerscheinungen, weil ich finde die genauso wichtig wie Reihenstarts auch zu erwähnen. Und eben, es sind wirklich einige Bücher dabei, wo ich sage, wow, da freue ich mich mega drauf vor, weil die ersten Bände habe ich gelesen und fand sie sehr gut. In diesem Video sind natürlich wie bei den anderen beiden nur die Top of the Tops dabei. Ich konnte nicht alle mit ins Video nehmen aufgrund der Menge an Büchern und der Länge des Videos. Und in meinen monatlichen Neuerscheinungen seht ihr dann ja auch die Bücher, wo ich noch ein bisschen unsicher bin oder die sich einfach nicht ausgingen. Und hier nur die Top of the Top, so die wichtigsten, sage ich mal. Und ich lese euch wie immer die Klappentexte vom Handy ab, allerdings werde ich in diesem Video bei den meisten Büchern frei sprechen können, da ich einige der ersten Bände schon gelesen habe oder zumindest weiß, worum es da geht. Das heißt, in diesem Video nicht ganz so viel vorgelesen und ich denke mal, dass ich deswegen hinbekomme, dass das Video nicht ganz so lang wird, aber wir werden es dann am Ende sehen. Es kann auch sein, dass ich wieder ausschweifend werde, wie ich halt so bin. Und ja, neben mir hier blende ich euch natürlich die Bücher wie gewohnt ein mit allen wichtigen und relevanten Infos zu den Büchern. Und unten in der Videobeschreibung, da habt ihr auch wie immer die ganzen genannten Bücher nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch nochmal die Klappentexte in Ruhe durchlesen, auf die Wunschlisten packen etc. pp. Wie gewohnt, ihr kennt das Spielchen. Und ja, wir fangen gleich mal an mit dem ersten Buch. Und zwar, das erste Buch für dieses Video erscheint am 19.07., also Mitte Juli schon, und das ist Die Lügenkönigin. Das ist der zweite Teil von Die Lügendiebin von Saskia Louise und ich habe Die Lügendiebin ja im vorigen Monat erst gelesen und es war ein überraschendes 5-Sterne-Buch von mir. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so toll wird und deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass dieser zweite Band jetzt schon erscheint. Ich kann auch den Lesemonat hier oben verlinken, da hört ihr meine Meinung zu Band 1 und warum ich euch das Buch wirklich sehr ans Herz legen und empfehlen kann. Denn ich habe das Buch bei relativ wenigen Leuten gesehen, das dürfte bei den Neuerscheinungen damals ein bisschen in den Hintergrund gerückt sein, ein bisschen untergegangen sein. Passiert halt leider manchmal mit dem einen oder anderen Büchlein, aber da war es echt schade, weil es ist ein Buch, wo es um eine, ja, ich würde sagen, dystopische Welt geht, die in, also eine große Stadt, die in verschiedene Ringe eingeteilt ist, die nach Farben fungieren. Also der rote Ring, der graue Ring, der gelbe Ring und so weiter. Und es geht um die Protagonistin Fawn, die im äußersten Ring wohnt, im grauen Ring, also bei den Ärmsten, bei der Unterschicht sozusagen. Und im roten Ring wohnen zum Beispiel die roten Magier, denn die ganze Stadt ist durch eine magische Kuppel geschützt von außen. Da gibt es wohl Angreifer von außen. Das Ganze wurde im Band 1 aber nicht wirklich erklärt. Das ist ziemlich im Nebel noch, das Worldbuilding. Aber hier hat es gepasst. Und ja, es geht um Fawn, die eine Lügendiebin ist. Das heißt, sie hat auch magische Fähigkeiten. Sie kann erkennen, wenn jemand lügt. Sie kann sogar erkennen, in welche Richtung die Lüge geht. Also, ja, was der Grund der Lüge ist. Es gibt ja auch Lügen, um jemanden anderen nicht zu verletzen und zu schützen oder ein bisschen zu lügen und zu prahlen. Und es gibt halt auch die giftroten, richtig extremen Lügen. Und ja, sie ist auch eine perfekte Einbrecherin. Und so kommt es, dass sie im Weißen Ring, da wohnen die reichen, gut betuchten, einbricht immer wieder. Und dort ja, die Leute ausspioniert und nach Lügen
ja, nach Lügen sucht und sie findet dann auch eine Lüge, die wirklich mega, mega krass ist. Und ja, allerdings wird sie dann entdeckt in diesem Haus und ihr bleibt dann nichts anderes über, als der, von dem jungen Hausherrn, sage ich mal, die Verlobte mimen zu müssen, denn sie wird erpresst. Entweder sie macht mit und soll für die, für diese Familie spionieren und Lügen aufdecken, denn die, ja, wollen etwas rausfinden, mehr sage ich da gar nicht jetzt, oder sie liefern sie aus als Lügendiebin, als Einbrecherin und sie muss in den Minen arbeiten, bis sie dort krank wird und stirbt, oder sie wird umgebracht. Also ist halt eine Dystopie, ne? Und ja, dann bleibt ihr nichts anderes über und die Geschichte beginnt. Und es ist wirklich mega, mega toll. Das war ein richtig tolles Jugend-Dystopie-Buch mit Fantasy-Anteilen, mit vor allem witzigen, spritzigen Sprüchen, mit einer Protagonistin, die ja richtig rotzfrech war und sehr stur war und selbstbewusst war. Sie wusste, was sie kann, sie versteckt sich nicht dahinter, sie kennt ihre Fähigkeiten und auch der männliche Protagonist, der hat ihr gut Konter gegeben, also die Schlagabtäusche zwischen den beiden waren witzig zu lesen. Ich bin durch das Buch, ich glaube, in 2 oder 3 Tagen durchgeflogen. Es hat mir aus einer Leseflaute geholfen und ja, deswegen, ich freue mich wirklich sehr auf diesen zweiten Teil und den möchte ich dann auch nicht lange warten lassen, denn natürlich am Ende von Band 1 war ein Cliffhanger, der zweite ist der letzte, das ist eine Dialogie und ich bin da schon wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie dieser Cliffhanger sich auflöst, ob wir im zweiten Band mehr von dem Rundherum der Stadt erfahren, also ein bisschen mehr von dem Worldbuilding, das würde ich mir wünschen. Und natürlich ist da auch eine, ich sag mal, Verschwörung im Gange und da bin ich auch mega gespannt, was da alles so dahinter steckt. Also ja, ich freue mich wirklich schon sehr, dass dieses Buch jetzt Mitte Juli dann schon rauskommt. Am 1.8. erscheint dann auch der dritte Band von Meeresglühen. Ich habe den ersten Band im Regal stehen als ewig lang pausiertes, wahrscheinlich auch abgebrochenes Buch. Es geht hier eigentlich, ist grundsätzlich ganz interessant, die Story und der Einstieg. Es geht um ein Mädel, die auf einer Insel im Urlaub ist, bei ihrer Großmutter oder Tante, glaube ich. Und ja, sie findet dann am Strand einen jungen Mann und rettet ihn vorm Ertrinken. Allerdings ist dieser junge Mann kein normaler junger Mann, sondern er ist eigentlich ein... ja, ein Meermensch, kann man das so sagen, ja. Und naja, und die Reise beginnt. Und ja, viel von der Reise habe ich dann nicht mehr mitbekommen, weil ich habe das Buch nach 150 Seiten, glaube ich, abgebrochen. Und das hatte einen Grund, und das sage ich euch jetzt hier, falls ihr die Reihe noch nicht gelesen habt. Die Protagonistin hat andauernd ganz seltsame innere Dialoge und Selbstgespräche, die sie mit sich führt, die sich absolut unnatürlich anfühlen. Also das ist nicht so, dass die einmal nachdenkt, oh Gott, was tue ich da, sondern die hat wirklich innere Dialoge, als ob sie eine gespaltene Persönlichkeit wäre, also richtig, richtig krass. Das hat sich so unangenehm gelesen, dass ich deswegen das Buch, obwohl man recht schnell eigentlich durchfliegt, das hat einen jugendlichen Schreibstil, dann abgebrochen habe. Und ob ich das jemals weiterlese, ich weiß es nicht, weil das wirklich unglaublich störend war, obwohl ich gerne wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht, was mit dem Meertypen da auf sich hat. Und ja, ich hatte eigentlich Lust auf eine Meeresgeschichte unter Wasser, dann früher oder später, auf eine andere Welt entdecken unter dem Meer. Aber ja, es war einfach für mich nichts, aber für alle, die die Reihe trotzdem mochten, kommt jetzt der dritte und letzte Band. Das ist das Finale, der Abschluss und ich finde, das ist auch wirklich ein gut gewähltes Datum jetzt im August, wo es eher am heißesten draußen ist und sommerlich, weil das ist eine eindeutige Meeres- und Sommergeschichte. Am 1.8. kommt dann auch raus, mein Englisch, sorry, A Psalm of Storm, ich kann das nicht lesen. A Psalm of Storms and Silence. Ich habe keine Ahnung, wann Psalm wirklich so ausspricht wie auf Deutsch, aber das ist der zweite Band zu A Song of Wraiths and Ruins. Das ist ja auch so ein schrecklich aussprechender Titel, wenn man Englisch nicht so gut aussprechen kann. Im ersten Teil geht es um das Königreich Sonande und alle 50 Jahre findet dort das berühmte Solstasia-Turnier statt.
und bei dem treten alle Nationen des Reiches zusammen an, um den Wettstreit der Champions beizuwohnen. Doch für die junge Königin Carina geht es um viel mehr. Um ihre Mutter wiederbeleben zu können, braucht sie das Herz eines Königs. Daher bietet Carina dem Gewinner des Festes ihre Hand an. Und zur gleichen Zeit kommt dann Malik ins Spiel. Mit seinen beiden Schwestern kommt er in die Hauptstadt Ziran, voller Hoffnung auf ein neues Leben fern von Krieg und Gewalt. Malik freut sich auf die Festlichkeiten rund um Solstasia, bis ein rachsüchtiger Geist seine kleine Schwester Nadja entführt und einen furchtbaren Preis für ihr Leben verlangt. Den Tod von Königin Carina. Für Malik gibt es nur eine Chance, Carina nahe genug zu kommen, um sie zu töten. Er muss das Solstasia-Turnier gewinnen. Auf gut Deutsch, die wollen sich dann gegenseitig umbringen, offenbar. So klingt das für mich. Ich fand ja, dass der erste Teil richtig gut und vielversprechend klang, habe das Buch aber dann trotzdem nicht bei mir einziehen lassen, weil irgendwie so dieser letzte Funken gefehlt hat, der Überzeugung. Und ich habe gesagt, ja, wenn es mir wirklich viele empfehlen, wo die einen ähnlichen Lesegeschmack haben, kann ich es ja noch immer lesen. Und jetzt würde ja der zweite Teil im August schon rauskommen. Das heißt, da könnte ich es dann hintereinander weglesen. Also ich bin nach wie vor noch unsicher, ob ich die Reihe jemals lesen werde. Grundinteresse ist auf jeden Fall von mir weiterhin da. Aber ja, für alle, die Band 1 gelesen haben, ihr könnt mir natürlich unten in die Kommentare schreiben, ob das was für mich wäre, ob ihr mir das empfehlt. Und Band 2 kommt jetzt raus am 1.8. So, wir sind beim 12.8. und da kommt dann Cursed Words Band 2 tatsächlich schon raus von Rena Fischer. Der erste Band, den habe ich euch ja im vorigen Fantasy-Reinstart-Video vorgestellt, der kommt im Juli raus. Und nur einen Monat später, im August, erscheint der zweite und letzte Band der Dilogie. Ich finde das richtig toll, ich finde das richtig klasse, ja, dass das nicht so ist wie bei ganz, ganz vielen anderen Reihen, dass das erst nach einem halben Jahr oder sogar manchmal nach einem Jahr rauskommt, sondern einfach nach einem Monat. Also das ist ja richtig toll, weil es ist ja eine Geschichte, die zusammenhängt. Bei Band 1 wird wohl am Ende ein Cliffhanger sein. Nehme ich mal stark an, typisch Jugend-Fantasy. Und deswegen richtig cool, dass der zweite dann gleich im August rauskommt. Und ich kann euch vom zweiten Teil da nicht den Klapptext vorlesen, da der spoilern würde. Deswegen sage ich euch nochmal kurz, worum es in Band 1 gehen wird in dieser Reihe. Und zwar, da geht es um Sis und ihren Bruder Finn. Und die leben bei ihrer Großmutter, seit die Eltern vor Jahren plötzlich mit Finns Zwillingsbruder verschwanden. Und als die Großmutter einen Schlaganfall erleidet und ins Krankenhaus muss, hinterlässt sie ihnen einen Auftrag. Sie sollen nach Spanien reisen und den Sohn des Wolfs aufsuchen. Und hinter dem mysteriösen Namen verbirgt sich dann ein Freund des Vaters, der ihnen das Einzige zeigt, was ihnen von ihrer Familie geblieben ist. Eine Gewandfibel, daher einen magischen Schmuck, der sie zur Überquerung der Weltengrenzen befähigen soll. Sie kommen einem großen Geheimnis auf die Spur, einem Geheimnis, das sie alle töten oder ihre Familie endlich wieder vereinen könnte. Und ich finde den Klappentext dann nicht so gut gewählt, weil er macht natürlich Lust auf mehr, er ist interessant, aber er sagt nicht wirklich was über das Buch aus, also er ist sehr allgemein gehalten. Und Rena Fischer hat vor ein paar Tagen erst einen Trailer zum Buch gepostet und der Trailer, der hat mich überzeugt, dass ich diese Reihe lesen will. Also ja, hat mich gecatcht, muss ich sagen. Weil, also vom Trailer her, was der verspricht, war das so ein typisches Jugend-Fantasy-Buch, was ich gerne lese. Also die kommen in eine andere Welt. Und dann steht im Trailer, und weil es im Trailer war, verrate ich es euch, weil, ja, da ist es dann kein Spoiler meiner Meinung nach. Es geht da wohl um den Kampf zwischen den Geschwistern. Und sowas liebe ich ja immer, dass zwei Geschwistern oder auch zwei beste Freunde oder so dann verfeindet sind, an anderen Enden stehen gegeneinander und dann ist die moralisch verzwickte Situation da. Und das mag ich sehr beim Lesen, das finde ich immer sehr interessant. Und es geht wohl um einen Magier, der ihr, ich glaube Mädel war das dann, sagt, werd meine Schülerin, ich lehre dir die ganzen magischen Künste, aber du musst dich mir verpflichten und die Treue schwören und eben gegen deinen Bruder in den Krieg ziehen. Und das war so der Satz, ich habe das richtig blöd formuliert, aber das war halt als ein cooler Satz dann, auch unter anderem im Trailer, der mich dann überzeugt hat, dass das sicher was für mich wird. Also ja, bei mir wird sehr sicher einziehen, Band 1 und Band 2 dann eben im August, wenn Band 1 gut ist. Da muss ich mich dann ranhalten. Das sollte ich dann eigentlich schon im Juli bzw. im August Band 1 lesen, wenn es gut ist, dass ich dann Band 2 ja auch gleich habe. Also das ist ja richtig cool. Dann kommt was ganz
Interessantes, Besonderes raus von Antonia Michaelis, nämlich ernsthaft ein zweiter Band zum Märchenerzähler. Es wird heißen Im Schatten des Märchenerzählers und das ist eigentlich kein Fantasy, aber es ist ein Jugendbuch, ja, mit so, ja, viele Elemente will ich nicht sagen, aber es ist schon sehr, sehr düster mit ernsten Inhalten der Märchenerzähler gewesen. Und das, der erste Band, der ist ja schon ewig, ewig draußen. Ich habe den als E-Book gelesen und dieses Buch war ja wirklich in aller Munde eine Zeit lang und es war wirklich eine gespaltene Meinung da. Viele meinten, es war zu krass für ein Jugendbuch, was da passiert ist und vor allem wie damit umgegangen wird mit einem, ja, sehr schlimmen Thema. Aber bei mir hat das wieder total meinen Puls getroffen. Also ich fand den ersten Teil sehr gut und jetzt kommt dieser zweite Band raus. Und zwar geht es darum, 18 Jahre sind vergangen, seit Abel, der Märchenerzähler und Wolf, ach, das kann ich nicht sagen, das ist ein Spoiler. Okay, es geht dann, das kann ich sagen, es geht 18 Jahre später nach dem ersten Band vom Märchenerzähler um den Sohn von Abel aus Band 1. Und er weiß nicht, ob er ihn hassen oder vermissen soll. Doch dann macht er eine merkwürdige Entdeckung. Seine Mutter Anna schreibt dem Märchenerzähler Briefe und bekommt Antworten. Er beginnt ihr nachzuspionieren. Lebt sein Vater etwa noch? Wer ist der Schatten im Wald und was verheimlicht Abels Schwester Micha? In den geheimnisvollen Briefen liest Elias ein neues Märchen, so mörderisch wie das vor 18 Jahren. Also es klingt richtig toll. Ich verstehe nicht ganz, warum das im Sommer rauskommt, weil das wäre für mich ein Herbstkandidat. Wobei ich glaube, das ist Ende Sommer schon, oder? Ja, 12.8. Gut, das kann man dann September, Oktober ja auch erst lesen. Und ja, Band 1 war wirklich was Spezielles. Und vor allem der Schreibstil von Antonia Michaelis ist, glaube ich, was nicht für jeden, aber gefällt mir persönlich sehr gut, da er sehr ernsthaft, melancholisch, aber mit einer, ja, jugendlichen Schreibart trotz allem daherkommt, ist das so eine Mischung, die man schnell liest und die trotzdem ganz speziell sich liest. Ja, ob das bei mir einzieht, weiß ich noch nicht, weil ich Band 1 als E-Book gelesen habe. Ich nehme mal an, ich würde Band 2 dann auch als E-Book lesen oder das Hörbuch hören, mal sehen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr interessiert daran, nach all den Jahren, das ist ja wirklich schon ein paar Jahre her, diesen zweiten Band zu lesen und mal sehen, was sie da literarisch gezaubert hat. Am 17.8. kommt dann ein absolutes Must-Buy und Must-Read raus. Es erscheint nämlich der dritte und letzte Teil von Ansus, wird heißen Manas und ich liebe das Cover mit diesem Wolf drauf, finde ich ganz, ganz toll. Es wird auch wieder mega dick werden. Es geht weiter mit Anne. Es geht in dieser Reihe um nordische Mythologie. Es geht um Mordaufklärungen. Es geht um ganz verschiedene interessante Kräfte und Wesen. Und Anne ist halt da mittendrinnen und es deckt sich immer mehr auf in Band 1. Und es hat einen düsteren Touch. Und was ganz, ganz besonders bei der Reihe ist oder bei der Autorin ist, ja, das sind ihre ersten Bücher, die jetzt auf Deutsch rauskommen, aus dem Dänischen, dass sie Charaktere unglaublich toll umsetzt, unglaublich toll einbaut und immer wieder neue Charaktere einführt, aber dem Leser wird das nicht zu viel. Man weiß bei diesem Buch, wer ist. Auch Monate später, also mir ging es zumindest so oder geht so. Und das ist für mich persönlich was ganz Besonderes, weil ich wirklich oft Charaktere miteinander verwechsel oder auch mal einen Nebencharakter vergesse und dann überlege, okay, wer war das denn schnell? Bei Ansus passiert das nicht und auch bei Band 2 passiert das nicht. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und ich hoffe, von der Autorin werden noch viele, viele andere Bücher ins Deutsche übersetzt werden. Also sie hat ja schon mehrere geschrieben auf Dänisch und ich werde Feuer und Flamme. Und dieser dritte Teil kommt dann raus und ich freue mich wirklich, wie die ganze Trilogie dann weiter und ausgeht. Und ja, ich liebe die Charaktere einfach. Das ist wirklich, das ist so ein Buch, das würde ich jung und alt empfehlen, gleichermaßen wirklich. Das kann Jugendliche begeistern, das kann aber auch Erwachsene im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, begeistern. Das ist sowas, wie sagt man früher bei so Filmen, was für die ganze Familie waren, so Familienfilme, was jeden begeistern. Genauso ist diese Buchreihe.
das würde ich als Familienbuch bezeichnen. Klingt richtig kitschig, aber das, ja, also ihr wisst, mein Herz schlägt für Ansos, wirklich ganz große Liebe und ja, für diese ganze Reihe. Also ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Am 25. August kommt dann Realm Breaker Band 2 raus, das Reich der Klingen von Victoria Aveyard. Und ich habe den ersten Band noch immer umgelesen im Regal, auch seit fast einem Jahr schon, weil ich habe das Buch mit damals, das war das letzte Buch, das ist fast ein Jahr schon her, dass ich mir spontan ohne Kaufplan im Laden gekauft habe. Und es hatte auch einen Grund, dort war nämlich so eine Empfehlungszettel drauf und ich lese die normalerweise nie. Und bei dem Buch habe ich es gelesen und da wurde halt alles drauf geschrieben, was ich mag. 4 verschiedene Charaktere, die als Gruppe unterwegs sind, um was zu erreichen, High Fantasy, Frauenpower, also richtig viel stand da drauf, was mich mega gecatcht und angesprochen hat. Und dann habe ich das Buch spontan eben auch mitgenommen und dann ging's los. Eine leider eher negative Bewertung als die andere. Es soll langatmig und zäh sein. Es soll in vielen Seiten nichts passieren. Alles, was ich an Büchern nicht mag. Das Buch hat 600 Seiten und deswegen bin ich sehr abgeschreckt. Sehr, sehr abgeschreckt, das zu lesen. Aber es ist natürlich im Regal. Ich will es früher oder später lesen, ganz klar. Aber ja, deswegen ist es noch ungelesen da. Und jetzt kommt schon der zweite Teil raus am 25. August. Und da bin ich dann sehr gespannt auf die Rezensionen und Meinungen zum zweiten Teil. Ja, weil vielleicht ist das einfach eine Reihe, die im ersten Band erstmal so ein bisschen Anlaufzeit braucht und im zweiten dann aber durchstartet. Das gibt's ja auch. Es ist natürlich ermüdend, wenn man sich durch den ersten Teil so ein bisschen durchquält, dass im zweiten ganz viel Tolles passiert. Das ist meiner Meinung nach dann auch keine Buchreihe, die ich generell empfehlen würde, weil ich finde, eine Buchreihe, da muss schon jedes Buch gut sein, auch der Einstieg. Aber es gibt mir Hoffnung, wenn Band 2 wirklich gut bewertet wird und gut ankommt, dass ich es mit Band 1 dann endlich mal versuche. Vielleicht ist es ja für mich genau mein Ding, das kann ja auch sein. Ist ja öfter so, dass mehrere Leute sagen, naja, war nicht so toll und man selber feiert's. Und umgekehrt gibt es natürlich auch, ja, also Hypes, die man selber nicht verstehen kann beim Lesen. Und ja, ich bin gespannt drauf. Ich finde das Cover sehr schön. Also ich mag das erste ja auch sehr, da ist ja eigentlich auch die Hand mit dem Schwert da drauf, mit Gold im Hintergrund, aber das sieht irgendwie noch stärker und mächtiger aus, wie dieses Schwert da quer voller Blut reingehalten wird. Ja, blutige Schwerter sind immer geil auf Fantasy-Covern. So, falls ihr im Hintergrund irgendwelche komischen Gesänge hört, heute ist Feiertag und obwohl wir mit in der Stadt sind, sind da irgendwelche komischen Gesänge draußen. Naja. Am 26.8. erscheint dann auch noch der vierte Teil von Celestial City. Da geht es ja um eine Akademie mit Engeln und ich habe die nicht gelesen, die Reihe, weil ich habe damals bei Band 1 überlegt, weil ich liebe ja Engelsgeschichten. Ich bin ja absolut hyped auf Engelsgeschichten und Akademie mit Engeln finde ich auch geil. Aber ich habe dann zum Glück einige Ausschnitte auf Instagram gesehen, was eine Leserin gepostet hat, dass die sich da extrem kindisch, naiv unterhalten. Also das war richtig krass, das war genau das, wie ich das überhaupt nicht mag, so ähnlich wie bei Stolen, was ich ja schrecklich fand, wegen dieser, wie die miteinander gesprochen und agiert haben, die Charaktere, habe ich auch abgebrochen. Und deswegen habe ich gesagt, für mich ist das nichts, ich mag das nicht. Die sollen ja, glaube ich, 17 oder 18 sein, sprechen wie 12-Jährige, also das mag ich nicht. Deswegen, ja, ist die Reihe bei mir, hat mich dann nicht mehr interessiert und ich wusste gar nicht, wie viele Teile das kriegen wird. Ich dachte am Anfang 2, aber jetzt kommt schon der vierte Band raus. Also für alle, die die Reihe verfolgen und lesen und mögen, der vierte Band kommt. Am 31.8., da kommt wieder für mich ein absoluter Kracher raus. Da freue ich mich schon so lange drauf vor. Es kommt endlich der dritte und letzte Teil vom Aurora Rising raus von Jay Kristoff und Amy Kaufmann. Also alle Jay Kristoff-Fans haben es ja wirklich gut jetzt die nächsten 3 Monate, wie viel von ihm da gerade auf Deutsch rauskommt. Und deswegen, ja, mein Fanherz schlägt da höher, weil Aurora Band 3 auch erscheint. Ich liebe auch da das Cover, da ist der Finian drauf, den mag ich ja auch sehr, das ist ein witziger Charakter. Und ja, ich mag den einfach unglaublich gern.
Und ich bin unglaublich gespannt, wie es weitergeht, weil bei Band 2 war der ärgste Cliffhanger überhaupt am Ende. Also das war richtig, richtig krass. Das muss ich wirklich sagen. Richtig gemein und fies und krass, was da die letzten Seiten abging. Und was eigentlich auch, ja, die letzten 100 Seiten alles so passiert ist mit den Charakteren. Und ich dachte, nein, nein, das darf nicht so sein. Das darf nicht so ausgehen. Was soll das jetzt? Ja, also ja. Richtig toll, große Liebe. Die ersten beiden Bände haben jeweils 5 Sterne von mir bekommen. Und dieser dritte, ich freue mich auf die Auflösungen. Das ist ja Sci-Fi und ich bin ja im Sci-Fi-Game nicht so stark, sage ich mal. Ja? Also ich habe da immer Angst, dass ich da irgendwie was Technisches nicht verstehe, dass mir das zu abgespaced ist. Aber ja, bei der Reihe kann ich euch wirklich allen empfehlen, wenn ihr Fantasy-Fans seid, von Jugend-Fantasy-Büchern, von einer Gruppe an Leuten, die unterwegs sind, was zu erreichen, wo auch witzige Dialoge sind und so weiter, dann lest das, denn es wird euch absolut nicht in irgendeiner Weise stören oder negativ beeinflussen, dass es Sci-Fi ist. Es ist genau das gleiche Leseerlebnis wie bei Fantasy, nur mit einem anderen Worldbuilding rundherum. Und das wird übrigens auch toll erklärt und ja, also wirklich große Liebe und ich kann immer wieder für Sci-Fi-Einsteiger diese Reihe wärmstens ans Herz legen und sehr, sehr, sehr empfehlen. Da macht ihr nichts verkehrt, das kann nur begeistern. Also ich kann mir bei der Reihe wirklich nicht vorstellen, dass jemand sagt, das gefällt mir gar nicht. Also go for it, vertraut mir da, probiert's mit Band 1. Das ist ein perfekter Einsteig ins Sci-Fi-Genre und ja, Band 3 werde ich dann natürlich so schnell wie möglich in Händen halten und dann auch zeitnah lesen. Ja, weil ich will den Abschluss wissen. Ich will wissen, was nach dem Cliffhanger passiert. Ich will wissen, was passiert mit meinen Lieblingen da. Stirbt da jemand, um Gottes Willen? Oder was wird noch weiter passieren? Und wie klärt sich die ganze Sache dann letztendlich auf? Und nur einen Tag später, am 1.9., also wir sind schon beim September, kommt dann noch sowas raus, wo ich sage, ja, Highlight, Vorhersage und Vorfreude maximal. Nämlich Kingdom of the Wicked Band 2 von Kerry Manis Kalko kommt raus. Und der erste Band hat von mir ja auch den Stempel bekommen. Der Hype is real, volle 5 Sterne. Absolute Empfehlung für alle Fantasy-Fans, die Romantasy auch mögen so ein bisschen. Und ja, es geht um Hexen, es geht um Höllenfürsten, es geht um Dämonen und um Magie. Es spielt in Italien, italienisches Essen kommt immer wieder vor. Und es geht um Rache. Es geht um Rache nehmen, ja, weil die Schwester der Protagonistin ist ermordet worden. Genau, sie heißt Emilia, ja, und ihre Schwester, ihre Zwillingsschwester wurde ermordet und sie möchte sich rächen und das Ganze auch aufklären. Sie möchte herausfinden, wer war das und warum. Und so kommt es, dass sie sich trotz allen Warnungen mit einem Höllenfürsten, nämlich Rev, zusammentun muss und mehr oder weniger ihn anfangen muss zu vertrauen, weil er Informationen hat und natürlich auch mega stark ist und Einfluss hat und ja, mit ihm gemeinsam dann auf Spurensuche zu gehen. Es hat also sogar so ein bisschen so einen Krimi-Aspekt dabei. Also eine so tolle Mixtur und Mischung. Ich habe ja schon gehört von also die meisten lieben es natürlich auch, so wie ich. Aber ein paar Stimmen gibt es natürlich auch immer, was negativ sind, was voll okay ist und normal ist. Und die meinten, es kommt von Italien kaum was vor und ganz viel italienisches Essen. Wo ich sage, ja, die Protagonistin Emilia, sie liebt Kochen, es ist ihre Leidenschaft. Und ihre Familie besitzt eine Trattoria. Also natürlich geht es da ganz viel tagtäglich ums Kochen und ums Essen und um italienische Rezepte. Aber das war in diesem Buch erstens nicht zu viel, sondern genau richtig meiner Meinung nach. Und zweitens macht es in diesem Buch Sinn, da wir aus Emilias Sicht lesen und ihr dieses Hobby und diese Leidenschaft und auch die Trattoria am Herz liegen und unglaublich wichtig sind. Sie darauf achtet und deswegen lasst euch von solchen Kommentaren nicht abschrecken. Das war nicht zu viel, nicht zu wenig, genau richtig eingebettet. Und ja, ich habe Rev geliebt. Ich habe geliebt die Schlagabtäusche zwischen Emilia und Rev. Die machen Spaß zu lesen. Die machen Lust auf mehr. Und am Ende, was am Ende dann passiert, ist natürlich, ich sag mal so, in Band 1 passiert schon ganz viel. Aber das Ende von Band 1 ist erstmal so dieses, okay,
es beginnt, es startet und da endet einfach Band 1. Deswegen bin ich unglaublich auf Band 2 gespannt und voller Vorfreude. Das werde ich sofort lesen, wie Band 1, das ist ja auch gleich, nach Einzug habe ich das gleich gelesen, weil ich wollte wissen, kann ich mich dem Hype anschließen und ja, kann ich. Und deswegen freue ich mich unglaublich auf Band 2 und ich hoffe, es wird bald mal verkündet, wann Band 3 rauskommt, weil der erscheint nämlich erst auf Englisch im September, während bei uns auf Deutsch der zweite auf Englisch, auf Deutsch. Während bei uns Band 2 auf Deutsch rauskommt, erscheint der dritte auf Englisch. Ziemlich zeitnah, zeitgleich im September. Und deswegen hoffe ich, dass sie Band 3 dann nicht zu lange hinschieben. Also ich hoffe, spätestens Anfang nächsten Jahres, dass dann der dritte und Abschlussband rauskommt. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall erstmal auf den zweiten und ich glaube viele von euch auch. Das ist ja wirklich eine Reihe, die in aller Munde war und auch ist. Und ich glaube, in Band 2 setzt es noch einen drauf. Das ist so mein Gefühl, dass sich die Reihe sogar noch weiterentwickelt von Band zu Band. Am 14.09. kommt dann der zweite Teil von Prison Healer raus. Das ist auch eine ganz, ganz interessante Buchreihe. Doch, da war die Speicherkarte voll. Es ging um Prison Healer. Und ja, das war ja ein ganz interessantes Buch. Ich habe den ersten Teil als Hörbuch gehört. Da geht es nämlich um ein Gefängnis und die ganze Geschichte, also wirklich die ganze Story von Anfang bis Ende im Band 1, spielt in diesem Gefängnis. Es geht um eine, ja, ich sag mal, Langzeitinsassin, die, ja, die dort die Heilerin ist in diesem Gefängnis. Deswegen hat sie noch einen besseren Stand, obwohl das auch blöd ausgedrückt ist, weil in diesem Gefängnis geht es wirklich mega hart zu. Es gibt Folter, es gibt Mord, tagtäglich an der Tagesordnung, es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben für die Insassen und ja, und dann kommt ein neuer Häftling rein und sie lernt ihn kennen und sie, ja, kommen sich dann näher, obwohl man eigentlich in diesem Gefängnis niemandem trauen kann und dann passiert natürlich so viel mehr. Es war eine interessante Geschichte, es war mal was anderes. Es war schon sehr düster und für ein Jugendbuch gab es auch Stellen, wo ich sage, die waren eben für Jugendbuchverhältnisse schon krasser. Also ja, und ich mag sowas ja sehr. Trotzdem, aber ich glaube, dass es am Hörbuch lag, war ich nicht so hundertprozentig gecatcht. Ich bin beim Hören immer wieder abgedriftet, deswegen habe ich das Buch dann, ich glaube, ich habe es nicht bewertet. Ich bin gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, ja, ist mir das als Hörbuch schwer gefallen. Ich glaube, gelesen hätte mir das richtig gut gefallen, so viele Sterne oder so. Ja, es ist jetzt die Frage, ob ich Band 2 dann trotzdem, sollte es als Hörbuch kommen, höre wahrscheinlich schon. Weil so die Grundstory rundherum habe ich ja alles mitbekommen. Ich habe die Charaktere mitbekommen und ja, da würde ich in Band 2 schon reinfinden. Aber ja, ich finde, es ist eine coole Grundidee, ein magisches Gefängnis, ein brutales Gefängnis und über die Insassen da drinnen zu schreiben, ist eine coole Idee. Und sehr viele haben das ja sehr, sehr gemocht und ja, Band 2 kommt jetzt dann auch bald raus. Am 21.09. kommt dann der dritte Teil von Crave schon raus, nämlich Covet. Und ja, ich mochte Band 1 ja sehr, auch dieses Buch war ja total gehypt, aber es gab auch da zwei Fraktionen, die dies lieben, die dies hassen vom Gefühl her und ich glaube, es gab viel mehr, die so mittendrin waren, aber die Stimmen wurden irgendwie nicht so gehört in der Bookbubble. aber ja, ich fand es sehr gut, mich hat es gut unterhalten. Es geht um eine Protagonistin, deren Eltern leider verstorben sind und sie kommt dann nach Alaska an die Kappmeerakademie, mitten im Nirgendwo, rundherum in Schnee, Eis und Kälte und dort merkt sie schnell, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Die anderen Mitschüler benehmen sich echt in vielen Situationen seltsam und sie trifft dann auch auf Jackson und sie ist eigentlich gleich von ihm angetan, aber auch er wirkt total komisch und eigen und unnahbar und ja, sie kommt dann eben nach und nach drauf, dass dort halt keine normalen menschlichen Schüler sind, sondern ja, ich sag mal so, verschiedenste Wesen. Ja, es sind auch verschiedene Arten von Wesen dort und ja, sie muss sich damit dann irgendwie abfinden und arrangieren und ja, es passiert dann so viel mehr und es kommt natürlich am Ende auch dann Spannung und Action vor und das Ende von Teil 1 hatte einen richtig tollen, interessanten Cliffhanger. Und Band 2,
war ja eigentlich schon auf zwei Leselisten ein Must-Read und ich habe es noch immer nicht gelesen. Jetzt im Juni habe ich es ja absichtlich nicht auf der Leseliste drauf. Vielleicht dann wieder im Juli, ich bin noch nicht sicher. Auf jeden Fall ist das sowas wieder, wo ich sage, die Bücher sind nicht schuld, wenn sie mal länger am Sub sind, sondern einfach nur die Menge an Büchern, die so erscheint, die einen interessieren, weil ich will Band 2 endlich lesen und Band 3 kommt jetzt dann auch bald raus, also ja, über den Sommer sollte ich dann Band 2 schaffen. Ich muss sagen, das Cover von Band 3 gefällt mir viel weniger als die ersten beiden. Die waren für mich ja Cover Goals, die liebe ich, die sind wunderschön. Dieser dritte Band wird halt so ein knalliges Rot als Hintergrund haben mit diesen goldenen Fußfesseln. Ja, es ist jetzt nicht hässlich, aber die ersten beiden, die finde ich halt atemberaubend schön und das dritte finde ich okay. Aber ja, vom Style her, von diesen, da ist ein Fokuspunkt drauf und eine kleine Farbpalette nur, passt sehr perfekt zu Band 1 und 2 auch in die Reihe dazu, deswegen kann ich damit gut leben. Und ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich aufs Lesen von Band 2, ich freue mich, dass Band 3 rauskommt. Die Reihe kriegt ja, ich glaube, insgesamt 6 Teile, 5 oder 6, ja 6, beziehungsweise der 6. Band, nein, der 5. Band ist dann eigentlich nur so ein Zusatz, 1.5er Band, ja, für alle, die das nicht wissen von euch, der kommt dann aber erst eben als Band 5 raus, was ich nicht verstehe, aber naja, so ist es halt. Und dann gibt es noch einen 6. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, das ist eine Reihe, die auch von Band zu Band besser werden könnte, eine Steigerung hat, gerade wegen dem Cliffhanger am Ende von Band 1 bin ich guter Dinge. Und am 30. September kommt dann der zweite Teil aus dem Food Universe raus von Marie Grashof, nämlich Spicy Noodles. Der erste Teil hieß ja Hard Liquor und es spielt im gleichen Universum. Da geht es immer um, ja, also es geht um Superkräfte jeglicher Art und dass die durch gewisse Dinge ausgelöst werden. Und trotzdem kann man eigentlich diesen zweiten Teil unabhängig lesen, weil es um andere Charaktere geht, aber es geht um die gleiche Geheimorganisation. Das heißt, es wird schon als Reihe vermarktet, weil es eben das gleiche Universum ist, das gleiche Prinzip und die gleiche Geheimorganisation, aber in einem anderen Land, sogar auf einem anderen Kontinent spielt mit anderen Charakteren. Ja, also man könnte es unabhängig lesen. Deswegen kann ich euch da auch den Klappentext vorlesen von Spicy Noodles. Und zwar geht es darum, da ihn alle New Yorker Universitäten abgelehnt haben, muss Thomas notgedrungen im Restaurant seines Großvaters Shiro arbeiten. Über Shiros Geschichten kann er nur den Kopf schütteln. Ihre Familie, so behauptet er, stamme von einem shintoistischen Feuergott ab und ein paar schlichte Essstäbchen in ihrem Besitz seien magische Gegenstände. Statt der Legende nachzugehen, macht Thomas lieber der Stammkundin Akira schöne Augen. Als jedoch finstere Gestalten auftauchen und kurz darauf die Stäbchen gestohlen werden, beginnt Thomas zu zweifeln. Gemeinsam mit Akira, also oben steht, sie heißt Akira und dann steht unten gemeinsam mit Akari. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Akira oder Akari heißt. Finde ich aber immer geil, wenn in Klappentexten ein Fehler drin ist. Gemeinsam mit Akari macht er sich an die waghalsige Verfolgung der Diebe, nicht ahnend, dass sie damit in einen jahrhundertealten Krieg hineingezogen werden. Also ja, es wird wieder mega toll und diese Essstäbchen werden wohl magische Kräfte haben, dahingehend, dass man dadurch auch irgendwelche Superkräfte erlangt. Wie in Band 1 war das so ein ähnliches Konzept, sag ich mal. Und ja, die Reihe soll ja recht düster sein. Ich glaube aber, Marie Grashof meinte, dass Spicy Noodles etwas weniger düster ist als Hard Liquor. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich finde die Idee ganz cool mit den magischen Essstäbchen. Und ja, freue mich da wirklich auch sehr aufs Lesen. Sie hat immer tolle Ideen, ich mag ihren Schreibstil und ja, ich bin guter Dinge, dass das auch richtig toll wird. Und am 30.09. kommt dann auch raus A Touch of Ruin. Der zweite Band von A Touch of Darkness. Das ist ja eine moderne Hades-Persephone-Trilogie. Die auf unserer Welt in der jetzigen Zeit spielt, aber es geht halt um Persephone, die eigentlich die Kräfte des Frühlings hat, also sie kann halt Sachen erschaffen, also sollte sie können, aber bei Band 1 ist es so, dass die Kräfte in ihr noch immer nicht erweckt sind, deswegen möchte sie ein ganz normales Leben führen und trifft dann in einer Bar, in einem Nachtclub auf Hades, mit dem sie eine Wette eingeht und ja, diese dann verliert und dann ist sie ihm verpflichtet, in seinem Reich
den Frühling zu schaffen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig zusammengefasst. Ich habe Band 1 nämlich noch nicht gelesen. Es ist aktuell auf meiner Leseliste. Also mal sehen, ob ich es schaffe. Ein bisschen Zeit ist ja noch, aber ich will es auf jeden Fall zeitnah bald lesen. Band 2, wie gesagt, kommt Ende September. Und ich freue mich, und auch hier das Cover, ein Traum, einfach nur wunderschön. Die wurden ja aus dem Englischen übernommen, nur so ein bisschen abgeändert. Ich finde die wirklich toll. Also ja, ich freue mich. Ich freue mich aufs Lesen von Band 1. Ich hoffe, es wird genau das, was ich mir davon erwarte, dass es mich richtig begeistert. Weil dann bin ich, dann bin ich auch voller Zuversicht, dass Band 2 dann zeitnah einzieht und ich auch den dann schnell lese. Band 3 kommt dann Anfang nächsten Jahres irgendwann raus. Also leider können wir die Reihe nicht mehr dieses Jahr beenden, aber zumindest der zweite Teil kommt noch. Am 1.10., wir sind schon beim Oktober, kommt dann der zweite Band von Legend Akademie raus. Auch das ist eine Dilogie, also das ist der letzte Band. Und bei der Reihe war ich auch damals unsicher bei Band 1. Es ist bei mir nicht eingezogen, aus einem Grund. Ich hatte Angst, dass die Humorfarbe darin mir zu jugendlich ist, bisschen zu kindisch und naiv ist und dass es deswegen nicht so ganz meinen Lesegeschmack trifft. Von der Grundbeschreibung her sieht es nämlich danach aus. Deswegen bin ich dann gespannt auf die Bewertungen zu Band 2, wenn die dann kommen, weil dann kann ich mir noch immer überlegen, will ich da eine Chance geben oder nicht. Aktuell ich persönlich nicht, aber ganz viele von euch wird das natürlich sehr interessieren, dass dieser zweite Teil kommt, deswegen hier mit im Video. Und am 19.10. gibt es erneut J. Christoph Nachschub. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ich meine, das ist ja wirklich für J. Christoph Fans ist dieses Jahr wirklich ein Segen. So viel wieder rauskommt von ihm und übersetzt wird. Es kommt nämlich auch der zweite Band von das Babel-Projekt raus. Der erste Teil hieß Lifelike, der zweite Teil wird heißen Lost Life. Und ich muss sagen, ich finde den zweiten Teil, das Cover, schöner als Band 1, weil ich die Kombination Rot und Blau immer zu krass finde. Erinnert mich immer an Superman und ich mag Rot und Blau, die Kombi, einfach nicht so gerne. Zumindest nicht so in diesen... Es gibt ja Hellrot, Dunkelrot und so weiter und in diesen grellen Farben mag ich es nicht. Und hier wird es einfach nur noch in Blautönen sein und irgendwie, ja, schöner aussehen, finde ich. Ansonsten ist das Cover ja gleich mit diesem Auge drauf. Und ja, Band 1 war natürlich ganz, ganz toll. Für mich aber das schwächste J. Christoph Buch, das ich gelesen habe, das lag aber einfach nur an diesem Grundthema, glaube ich. Das ist eine Endzeitgeschichte. Da geht es um eine Protagonistin und, naja, zwei beste Freundinnen, Protagonistinnen kann man sagen, die dann einen sogenannten Lifelike finden. Das ist ein komplett menschaussehender, hochentwickelter Roboter, wurden die verboten aus mehreren Gründen und sie finden aber einen bisschen zerstörten, demolierten finden die auf und er funktioniert dann auch noch und so beginnt dann die Geschichte und sie werden dann immer mehr in Dinge verwickelt und es decken sich Sachen auf. Also das ist wirklich ein Buch voller What the fuck Momente, der erste Teil. Also man denkt also, okay, das ist die Lösung. Und dann kommt wieder so ein Twist und nein, das kann es nicht sein. Also es hat auch ganz viel mit der Hauptprotagonistin zu tun, denn da ist viel mehr dahinter, als man anfangs glaubt. Das hat er wirklich toll umgesetzt, so dieses immer wieder einen draufsetzen, das kann er einfach. Ja, er kann das und das hat er auch in dem Buch gezeigt. Trotzdem war, bei mir hat dieser Funke gefehlt, der ist nicht ganz übergesprungen, deswegen hat der erste Band, ich glaube, 4 oder 4,5 Sterne von mir bekommen, also keine vollen 5, aber natürlich meckern auf hohem Niveau. Ich freue mich sehr auf Band 2, weil am Ende von Band 1 war natürlich ein Cliffhanger. Ich bin unglaublich gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, dass das blutrünstiger und brutaler wird in Band 2. Das steht ja tatsächlich bei uns im Talier bei den Jugendbüchern. Und das erste Buch, ja, es geht ja um junge Mädels unter anderem. Und es hat auch Jugendbuchaspekte, aber die What-the-fuck-Momente und Plot-Twists würde ich schon eher in Erwachsenen-Fantasy einteilen. Vor allem dann gegen Ende hin. Aber naja, es ist ja immer ineinander verschwimmend, Jugendbuch und Erwachsenenbuch oft. Na, auf jeden Fall ist das eben mit Cyborgs und mit Robotern und es spielt in einer Endzeitwelt, wo ganz viel verstrahlt ist und nichts mehr leben kann. Es gibt nur noch so zerfallene Städte.
Also ja, richtig cooles Setting. Ja, sowas mag ich auch sehr gerne. Und bin gespannt, vielleicht kann Band 2 dann ja die vollen 5 Sterne von mir abräumen. Am 19.10., also am gleichen Tag, kommt dann auch noch raus Skullomance 3. Das ist der dritte und finale Band dieser Reihe von Naomi Novik, genau. Die mich ja sehr interessiert und anspricht. Und das könnte eine Reihe sein, wo ich sage, okay, wenn jetzt alle drei erschienen sind und alle drei gute Bewertungen kriegen, dass die bei mir, obwohl die komplett erschienen ist, was ich ja selten eigentlich mache, außer bei Lieblingsautoren, einziehen darf, zumindest mal Band 1. Ich liebe die Cover, ich finde die wunderschön, wirklich. Denn das klingt auch nach einer Mischung aus Dark Academia und tödlichen Spielen. Also richtig krass klingt das. Es geht da nämlich, ich hoffe, ich kriege das noch gut zusammengefasst, um eine Schule, in der mehrere Schüler mit verschiedensten magischen Fähigkeiten eingesperrt sind. Und ich glaube, einer muss sterben, dass die anderen überleben und da wieder rauskommen. So nach diesem Prinzip ist das. Also tödliche Spiele, der Schwächste stirbt, die anderen überleben. Ja, also so um den Dreh war das. Ihr könnt mich gerne berichtigen, aber ich bin ziemlich sicher, dass das so die Grundhandlung ist. Und ich glaube, dass da vielleicht auch viel Psychologisches dahinter steckt. Es klingt wirklich gut. Und der einzige Grund, warum Band 1 damals, als das erschienen ist, nicht bei mir eingezogen ist, war, weil ich von Naomi Novik noch ein dickes, fettes Einzelbandbuch im Regal habe. Das ist mittlerweile seit 2 Jahren eine Subleiche, nämlich das Kalte Reich des Silbers. Da steht's. Weil das will ich unbedingt über den Winter lesen, weil da geht es um Eis, Schnee, Kälte, um Eiswesen. Und es ging sich diesen Winter nicht aus und es ging sich den vorigen Winter nicht aus. Ich hatte es sogar schon auf mehreren Leselisten, aber ihr kennt das Spiel bei mir ja. Es geht sich leider nicht alle aus, die man einplant. Und deswegen hatte ich mir gedacht, ich will eigentlich dieses Buch von ihr mal lesen. Dass ich mal sehe, gefallen mir ihre Ideen, gefällt mir ihr Schreibstil, wird Skullomance was für mich sein. Aber Skullomance hat ja wieder eine ganz andere Handlung. Also ist das wieder richtig dummes Denken von mir einerseits. Andererseits, naja, den Schreibstil kennenlernen würde ich schon gern mal. Und das Buch habe ich ja schon da. Ja, aber ein bisschen Zeit ist ja noch zu Skullomance. Und vielleicht, wenn alle drei dann erschienen sind, dann am 19.10. Da ist ja dann eh schon kalt, dass ich dann November oder Dezember das kalte Reich des Silbers lese. Und wenn es mich begeistert, dann zu Skullomance übergehe, weil die Reihe schon wirklich länger auf meiner Agenda ist, muss ich sagen. Also viele Reihen, die rücken bei mir ja in den Hintergrund, wenn die schon fertig erschienen sind. Ich bin ja ein Neuerscheinungsopfer, absolut. Aber bei der Reihe, die habe ich immer so im Hinterkopf, so, das klingt genau nach meinem Geschmack, das interessiert mich. Und das ist ja eigentlich schon ein gutes Zeichen. Also auch bei Skullomance, schreibt mir gerne unten rein, wenn ihr glaubt, dass ich da richtig liege, dass es genau meins sein könnte, weil ich denke es eigentlich schon. Am 28.10. kommt dann noch der zweite Band von Elissa Moore raus, von Valentina Fast. Das ist der zweite und letzte Teil, das ist eine Dilogie. Und da geht es ja wohl, soweit ich das mitbekommen habe, um keltische Mythologie, was ich sehr toll finde, sehr spannend, mal was anderes und sehr schön. Es spielt, glaube ich, in Irland und es geht um ein magisches Tor, das bewacht werden muss. Und dann geht es, glaube ich, auch darum, ich fasse das gerade total aus meinen Gedanken zusammen von Band 1 und ich habe ihn ja nicht gelesen, dass wohl zwei Charaktere seelenmäßig aneinander gebunden sind. Und ja, dann um die Geschichte mit der Liebesgeschichte dazu. Und es wurde überraschend gut bewertet. Ich war bei dem ersten Teil ja unsicher. Ich habe gesagt, ja, es spricht mich an. Bei den Kelten bin ich voll dabei, ja, bei keltischer Mythologie, gefällt mir sehr gut. Aber das Buch war relativ dünn für den hohen Preis. Ich glaube 18 Euro und um die 300 Seiten, also unter 400. Und deswegen habe ich gesagt, ich warte da noch. Aber jetzt sind da schon einige gute Bewertungen da und viele meinen auch, es hat sie überrascht positiv, ja. Und ja, mal sehen. Band 2 kommt eben am 28.10. Und ich bin gespannt auch hier auf die Bewertungen. Auch das könnte eine Reihe sein, die ich vielleicht im Nachhinein lese. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Band 1 ist das Hörbuch draußen. Das heißt, ich könnte es auch hören. Und am 1.11., wir sind jetzt im November schon drinnen, erscheint der zweite Band von Four Houses of Oxford. Und auch da lacht mich Band 1 aus meinem Regal an. Das ist von Anna Savas aus dem Ravensburger Verlag. Den habe ich noch ungelesen da, allerdings absichtlich, denn ich wusste, dass Band 2 erst im November rauskommt
Und der erste Teil, der ist vor ein, zwei Monaten erschienen und auch bei mir eingezogen. Und da haben einfach momentan andere Bücher Vorrang, wo der zweite Teil schon erschienen ist und ich nicht nachkomme oder in Kürze erscheinen wird. Und deswegen habe ich absichtlich gesagt bei Four Houses of Oxford, gut, Band 2 kommt erst Anfang November, dann kann ich den dann erst so im Herbst lesen, weil wenn es gut ist, dann habe ich nicht mehr lange Wartezeit zu Band 2 und eben andere Bücher haben eben Vorrang, weil ich das sonst mit den Reihen nicht nachkomme. Also ja, ich freue mich aber sehr aufs Lesen, denn es geht hier um eine Dark Academie-Geschichte, Dark Academia mit magischen Elementen. Und ich kann es ja immer wieder wiederholen, ich habe richtig Bock auf diese Dark Academia-Bücher. Und ja, ich bin gespannt, wie Anna Sawas Fantasy schreibt. Ich habe von ihr ja erst ein Buch gelesen, das war Keeping Secrets, das war New Adult. Und ich bin sehr gespannt, wie sie so Fantasy-Elemente umsetzt. Es geht eben um ein Mädel, die an einer Elite-Schule, an einer Akademie aufgenommen wird. Und ja, das war eigentlich ihr großer Traum. Und sie wird dann auch noch in einer, in einem Geheimbund aufgenommen, bei den Daemons. Und ich glaube, ihr Ex war das. Ihr Ex-bester Freund oder ihr Ex-Freund, eins von beiden, der ist auch dort und der warnt sie davor. Sie sagt aber, er hat sie missbehandelt, warum soll sie ihm da jetzt glauben? Und tritt den Daemons dann wohl bei. Und es gibt da, also das ist nach Spielkartenfarben, gibt es da wohl vier verschiedene Fraktionen von diesen Elite-Geheimbünden dort, die dann wohl gegeneinander agieren. Irgendwie magisch. Also ja, ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich mag sowas ganz gerne. Also auch mit so eben mit Elementen, die gegeneinander sind, finde ich immer wieder nett. Und eben das mit den Spielkarten, eine nette Idee. Und ich glaube, dass das wird so ein Buch sein, dass man richtig schnell und einfach durch ist, dass jetzt nicht unbedingt hunderte neue Ideen hat, aber das Spaß macht beim Lesen. Und das finde ich ist immer wichtiger, als dass in jedem Buch tausend neue Ideen drin sind. Natürlich liebt man das, aber zwischendurch so ein Buch, was einfach Spaß macht, wo man gut durchfliegt. Und ja, das erwarte ich mal von dem Buch. Also kein Highlight, sondern ein gutes Buch für zwischendurch, das das Lesespaß bereitet. Und ich freue mich da eben auch schon sehr aufs Lesen. Nur, wie gesagt, über den Sommer wird das bei mir noch nichts. Das wird dann erst ab dem Herbst auf meine Leselisten wandern. Und am 2. November kommt dann tatsächlich auch was Neues raus von Maggie Stiefvater. Wie der Falke fliegt. Band 1 zwar. Eigentlich hätte das auch bei den Reihen Starts rein können. Aber es ist eine Spin-off-Reihe zu der Reihe Wen der Rabe ruft von ihr, der vierteiligen Reihe. Und deswegen habe ich es jetzt hier mit in die Fortsetzungen genommen, weil auch wenn das Band 1 dabei steht, es ein Spin-off ist zu der gleichen Welt und ja, es wird eine Trilogie werden, die Dreamer-Trilogie, also drei Teile. Und ich glaube, ich kann den Klappentext vorlesen. Ich glaube nicht, dass der was spoilert. Und zwar, ja, es geht auch um die gleiche Welt der Raven Boys. Und ja, die Raven Boys Bücher will ich ja endlich lesen. Ich weiß, das wird genau was für mich sein. Ich habe das richtig, richtig fest im Gefühl und ich möchte mir den tollen, wunderschönen neuen Schuber holen. Das wird dann mit dem Urlaubsgeld gemacht. Also das weiß ich jetzt schon, weil ich gewartet habe extra, weil ja, der Schuber, vier Bücher auf einmal, da dachte ich, gut, das hebe ich mal fürs Urlaubsgeld auf und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe die Reihe wirklich schon seit Jahren im Auge und es soll ja so märchenhaft so ein bisschen geschrieben sein auch. Und es klingt ja auch richtig gut mit dem Friedhof und sie kann dann Tote sehen und also ich glaube, ich werde das lieben. Ich glaube, das ist so eine Reihe, die ist richtig made for me. Und ja, dieses Spin-off wird natürlich erst bei mir einziehen, sollte ich die Rain Boys Reihe lieben, wovon ich ausgehe. Und zwar, da geht es dann darum, um Ronan Lynch und er ist ein sogenannter Träumer. Er kann sowohl Wunderbares als auch Entsetzliches aus seinen Träumen in die fragile, reale Welt holen. Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie dem Traumobjekt kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbarer ist sie mit ihm verbunden. Carmen Faruque Lane ist eine Jägerin, die Träumer jagt, denn ihr Bruder war ein Träumer und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träume einem Menschen antun können. Und sie hat den Schrecken gesehen, den die Träume verursachen können. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt werden wird.
Albträume, die zum Leben erwachen, erbarmungslose Jäger und eine unwahrscheinliche Liebe. Wie schon in ihrer Urban Fantasy-Reihe Raven Boys verwebt Maggie Stiefvater auf unnachahmliche Weise übernatürliche Elemente mit unserer realen Welt zu einem geheimnisvoll fesselnden Fantasy-Roman, steht dann da noch. Ja, der ist sehr allgemein gehalten, der Klappentext, um Diebin, um Träumer. Ich glaube, alle, was die vorige Reihe gelesen haben, die werden wahrscheinlich mit diesen Begriffen da mehr anfangen können als ich, was ja noch keins der Bücher gelesen hat. Aber es wird Zeit, die Raven Boys in mein Hirn und in mein Herz zu lassen, um es kitschig zu sagen. Also ich freue mich richtig arg wirklich drauf, weil es so viele Jahre... wirklich so viele Jahre, die Raven Boys, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass die erschienen sind und jetzt eben mit dieser wunderschönen Neuauflage rausgekommen sind letztes Jahr. Und ja, ich will mir die holen, ich will die lesen, ich freue mich da richtig drauf und ich glaube, das könnte wirklich nach meinem Geschmack sein und werde ich wahrscheinlich dann im Herbst lesen, weil ich denke, dass diese ganze Reihe perfekt zum Herbst passen könnte. Am 7.11. kommt dann noch was von Jay Kristoff. Also dieses Video ist ja voller Jay Kristoff und das könnte nicht toller und schöner sein. Also ja, wie gesagt, umso mehr ich von ihm lese, umso begeisterter bin ich von seinen Geschichten. Also und ich bin so froh, dass ich noch so viele Bücher von ihm vor mir habe. Weil ich weiß, viele von euch sind sicher up to date und haben alles von ihm schon gelesen und warten jetzt sehnsüchtig auf den Nachschub. Und ich habe noch... eine komplette Reihe, eine zweite komplette Reihe und noch zwei Bände von der dritten Reihe vor mir. Also, und mich tut das nicht unter Druck setzen bei ihm, sondern das ist so diese richtige Vorfreude, wenn ich weiß, ja, ich habe da noch genug von diesen Menschen stehen im Regal, der so toll schreibt und nicht nur der Schreibstil ist ja genial, sondern auch wie der die Welten aufbaut und die Charaktere leiden lässt. Also das ist richtig toll einfach. Naja, auf jeden Fall kommt noch mehr Nachschub von ihm, denn es kam ja jetzt seine erste Buchreihe, die geschrieben hat, endlich auf Deutsch raus. Die Lotuskriegssaga. Da ist Band 3 jetzt vor kurzem erschienen. Ich habe den auch schon da. Endzinger kann also die Reihe mit Band 2 und 3 relativ hintereinander zügig lesen, worauf ich mich schon sehr freue. Und es kommt zum Lotuskrieg noch ein Zusatzband raus, der Lotuskrieg Last Storm Dancer. Das ist also eine Art Spin-off-Vorgeschichte. Es wird relativ dünn sein. Und was mich richtig aufregt, ist, hier kommt es auch entweder als Taschenbuch oder als Hardcover raus. Und die Lotuskrieg habe ich ja überteuert in der Special Edition als Hardcover da. Ja, wie gesagt, reden wir nicht über die Preise, die sind wirklich krass. Und ich habe aber gesagt, dieses dünne Buch, wartet, ich schaue euch da jetzt den Preis nach, weil den finde ich ja noch krasser, weil bei den Lotuskriegbüchern, die haben halt 600 Seiten. Da ist das ja irgendwo, ja, da hat man wenigstens länger was beim Lesen. Ne? Und irgendwo ist es zwar noch immer nicht gerechtfertigt, der richtig krasse Preis, aber das kommt nämlich gebunden um 22 Euro raus, was ja ein normaler Preis ist für gebundene Bücher. Aber das Buch hat halt nur 160 Seiten. Das ist an einem Tag ist man da durch oder an zwei, weil sein Schreibstil ist ja so, dass man jetzt nicht unbedingt durchfliegt. Aber ja, 160 Seiten für 22 Euro finde ich unglaublich krass und teuer. Aber natürlich, das Sammlerherz in mir sagt, jetzt habe ich die Reihe als Hardcover da. Den Zusatzband dann als Taschenbuch sieht auch beschissen im Regal aus. Aber ich glaube, dieses Mal wird mein Sammlerherz weinen müssen, weil die 22 Euro, die sind es mir für 160 Seiten trotz einem meiner Lieblingsautoren dann nicht wert. Ich weiß, andere sehen das anders. Die geben ja für 100 verschiedene Versionen vom gleichen Buch Geld aus. Das mache ich ja grundsätzlich nicht. Das Taschenbuch wird aber 12 Euro kosten. Also voll in Ordnung der Preis, ja, im Rahmen für 160 Seiten von einem weltberühmten Autor. Deswegen wird es sehr sicher bei mir, wenn es einzieht, als Taschenbuch einziehen. Ich weiß aber nicht, ob ich das nicht überhaupt vielleicht als E-Book lese, falls das, ja, E-Book könnte. Also ich bin noch sehr unsicher, was diesen Zusatzband angeht. Es wird auf jeden Fall in der Welt vom Lotuskrieg spielen und es ist die Vorgeschichte
Da steht dabei die Vorgeschichte der epischen neuen Fantasy-Reihe Der Lotuskrieg von Bestseller-Autor J. Christoph, angesiedelt im feudalen Japan. Eine Steampunk-Welt am Rande des Untergangs. Ja, da geht es um die Anfänge, weil beim Lotuskrieg ist ja die Welt schon total im Untergehen. Ja? Also es wächst nichts mehr, die Luft ist verpestet und da fängt das wohl erst an. Dem Inselreich Shima droht ein ökologischer Kollaps. Einst war es reich an Sagen, reich an Traditionen, doch hat die Lotus-Gilde unerbittlich die Industrialisierung vorangetrieben. Nun ist der Himmel rot wie Blut, die Erde ist vergiftet und die großen Naturgeister, die in alter Zeit durch die Wildnis Shimas streiften, sind verschwunden. Die Novelle Last Storm Dancer spielt 100 Jahre vor der Lotuskrieg-Trilogie und dem Aufstieg der einzigartigen Heldin und Sturmtänzerin Yukiko. Ja, meisterhaft erzählt J. Christoph von der Entstehung der Gilde und der Flucht der Donnertiger aus Shima. Also es werden auch viele Donnertiger hier wohl vorkommen. Die Novelle beleuchtet die geschichtlichen Ereignisse, die den Hintergrund für Yukikos und Burus Heldenreise bilden. Erzählt aus der Perspektive einer Donnertigerin ist diese Novelle eine faszinierende neue Facette. Zusätzlich enthalten ist die poetische und herzzerreißende Kurzgeschichte Wollte es doch regnen. Okay. Okay, die Kurzgeschichte hat aber mit dem Lotuskrieg wohl nichts zu tun. Also ja, das finde ich ganz cool, dass das aus der Sicht einer Donnertigerin geschrieben ist, weil das kann er auch sehr gut aus der Sicht von Tieren oder tierischen Begleitern schreiben. Das habe ich ja auch schon zu Nevernight gehört, die Reihe steht ja noch ungelesen da, dass wohl hier auch ein tierischer Begleiter immer wieder zu Wort kommt. Und manche Autoren machen das komisch oder kindisch oder kitschig, aber bei ihm ist das richtig witzig und sarkastisch und einfach toll. Und ja, im Lotuskrieg gibt es ja eben auch den Donnertiger Buru und ja, immer wenn er redet oder denkt, muss man irgendwie schmunzeln oder lachen. Also ich mochte das wirklich sehr gern. Ja, ich will das natürlich auch lesen, aber wahrscheinlich, ich tendiere zum 12 € Taschenbuch, weil das für mich voll in Ordnung ist für Preis-Leistung. 22 € für gebunden finde ich wirklich krass. Naja, das muss man dann ja selber entscheiden. Am 9. November kommt dann was Neues von Jennifer Armentrout raus und auch in der Welt von Blood and Ash, meiner absoluten Hassliebe-Reihe mittlerweile. Wisst ja aus meinen Lesemonaten, wie schwer ich mir mit Band 2 und Band 3 getan habe. Wie viel habe ich daran zum Meckern und zum Aussetzen? Wie toxisch ist diese Beziehungskonstellation in meinen Augen nach wie vor? Andere sehen es nicht so kritisch, ich kann es nicht unkritisch sehen, ich kann es nicht überlesen und ich kann dabei auch nicht denken, ist ja Fantasy, egal. Ich kann es nicht. Wenn Charaktere miteinander scheiße umgehen, dann ist es für mich auch scheiße, wie sie miteinander umgehen. Naja, auf jeden Fall habe ich große Hoffnungen, weil es kommt jetzt Band 1 der Spin-off-Reihe in dem gleichen Universum raus, nämlich Shadow and Amber. Eine Liebe im Schatten ist der Untertitel. Es spielt also in der gleichen Welt, aber mit anderen Protagonisten und auch dies spielt Jahre vor den Ereignissen bei Blood and Ash. Und es geht um einen Charakter, den wir im dritten Teil von Blood and Ash schon als Nebencharakter kennenlernen. Und ich bin voller Hoffnung, dass ich diese Liebesgeschichte hier mehr mögen werde und die shippen kann und da nicht dauernd miteinander umgegangen wird wie Scheiße. Ja, ich kann es auch nicht anders ausdrücken. Und zwar, dadurch, dass es ein Spin-off ist, kann ich auch hier vorlesen, worum es geht. War wieder die Speicherkarte voll. Ich brauche dringend eine größere Speicherkarte. Und zwar, ich war bei A Shadow in the Amber. Und zwar, es geht darum: Seraphine Mirelle ist die erstgeborene Tochter des Königs von Lasania. Doch in ihrem Fall bedeutet das nicht, dass sie auch die Thronerbin ist, denn ihr Schicksal stand schon lange vor ihrer Geburt fest. Sie würde Nyctos, Primat des Todes, heiraten, als Gegenleistung für einen Pakt, den ihre Vorfahren einst geschlossen hatten. Seras Aufgabe könnte nicht eindeutiger sein: Bring den Primat dazu, sich in dich zu verlieben, töte ihn, rette Lasania. Doch als Sera Nyctos schließlich kennenlernt, stellt sie fest, dass er nicht die Person ist, die zu ermorden sie sich ihr gesamtes Leben vorbereitet hat, und ihre Entschlossenheit gerät ins Wanken. Wird sie es schaffen, ihre Pflicht zu erfüllen und ihr Königreich über ihre Gefühle zu stellen? Also ja,
Es klingt wirklich, wirklich gut. Ich mag das immer sehr, sehr gerne, wenn jemand sich einschleusen soll in ein Königreich, um jemanden zu töten und sich dann in den verliebt. Also das mag ich sehr gerne. Es ist jetzt nichts Neues, das kennen wir aus vielen Fantasy-Büchern schon. Aber ich mag es sehr. Ich bin gespannt auf die Charaktere. Ich bin gespannt, welche Bezüge es zu Blood and Ash geben wird. Denn es wird welche geben, definitiv. Und wie das Ganze dann miteinander da verkoppelt wird zwischen der Hauptreihe und dieser Spin-off-Reihe. Soweit ich weiß, werden das hier 3 Bände werden von der Shadow in the Ember. Und Blood and Ash werden ja 6 Teile. Und dann wird es noch ein, also das sind dann insgesamt 9. Und ein 10. Buch wird es wohl auch noch in diesem Worldbuilding geben, wo es um irgendwie was anderes geht. Ja, soweit ist der Stand meiner Kenntnis darüber, direkt von Jennifer Armentrout von Instagram. Das hat sie nämlich vor kurzem erst gepostet, weil viele sich nicht auskennen, wie viele Teile kommen jetzt bei der Reihe in der Welt und insgesamt raus. Und es dürften insgesamt eben 10 sein, 6 von Blood and Ash, 3 von Shadow and the Amber und noch ein Buch, wo wir noch nichts darüber wissen. Ob es da um andere Charaktere geht oder ob da eine Verknüpfung, wie auch immer. Was mich richtig, richtig stört ist, ich bin froh, dass sie das Cover 1:1 übernommen haben. Denn beim 3. Teil von Blood and Ash, bei Crown and Bones, haben sie das Cover übernommen, nur anders eingefärbt, was es einfach viel hässlicher macht. Hier haben sie es 1:1 übernommen und was mich daran richtig stört, das seht ihr, wenn ihr da genauer hinschaut, da ist ja diese Baumverwurzelungen mit den Blättern und hinter diesen Wurzeln im Schatten ist ja ein Auge. Und im Englischen haben sie natürlich die Schrift so drüber gemacht, dass das Auge gut zu sehen ist. Was machen die auf Deutsch? Die klatschen da das End direkt über das Auge. Also da könnte ich wirklich kotzen im Strahl. Ja? Also ich verstehe das einfach nicht, dass da nicht ein bisschen ein Hang zur Ästhetik an den Tag gelegt wird, dass man vielleicht das End bisschen nach unten oder nach oben rutscht, dass es nicht genau auf diesem Auge drauf ist, war offenbar zu schwierig für den Cover-Designer, der eigentlich eh nichts macht, außer die andere Schrift draufklatschen da, weil das Bild ja dasselbe ist. Naja, auf jeden Fall werde ich mich da maßlos drüber aufregen, dann nochmal, wenn ich es in echt in Händen halte, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, weil das geht ja gar nicht. Also das ein wunderschönes Cover ist das und das so zu versauen unnötig mit der Schrift darüber. Naja, gut, ansonsten liebe ich das Cover wie gesagt sehr und bin sehr gespannt auf dieses Spin-off. Am 15. November kommt dann der 2. Teil zur ich weiß gar nicht die Reimbezeichnung, zu Welch grausame Gnade raus von Chloe Gong. Der 2. Teil wird heißen Welch grausames Ende. Und ich muss sagen, auch da finde ich das Cover sehr schön. Es ist ja vom Stil gleich wie Band 1, nur dass das hier, ich hoffe, ich erkenne das richtig. Ich denke, das soll eine Art Zippo-Feuerzeug sein, worum sich dieser Drache da windet. Ich schaue mir das mal im Nahen an. Ja, genau, ja, das soll ein Feuerzeug sein, wo dieser Drache und rundherum diese schwarzen Rosen sich ranken. Gefällt mir sehr gut. Und bei Band 1 finde ich auch sehr schön. Ich finde es toll, dass die nebeneinander dann richtig toll aussehen werden. Also, ja, richtig cool vom Lago Verlag. Im ersten Teil geht es ja um ein Romeo und Julia Retelling. Und zwar spielt das Ganze in Shanghai. Ich glaube, es war in den 30er Jahren. 1926 spielt das Ganze. Und es geht um zwei verfeindete Mafia-Clans. Und die beiden Hauptprotagonisten sind die jungen Erben des jeweiligen Clans, die gegeneinander da in Shanghai sich streiten, wer an die Spitze kommt sozusagen. Und dann greift aber eine gefährliche, tödliche Krankheit um sich, die sich immer weiter ausbreitet. Und die Mafia-Clans und somit auch die beiden Protagonisten müssen dann trotz allen Widrigkeiten zusammenarbeiten. Und sie hatten wohl auch was miteinander früher und sie musste ihn... Ja, er war ihre erste Liebe und auch ihr erster Verrat. Also ja, das ist eine Back-to-the-Ex-Geschichte, Romeo und Julia-Style in Shanghai in den 1920er Jahren.
Also ich freue mich da wahnsinnig drauf. Wir werden das als Leserunde lesen im August. Das ist schon fix geplant. Ich bin unglaublich gespannt. Band 2 wird haben 464 Seiten. Also richtig tolle Länge. Und ich freue mich... Ah nein, das war Band 1. Vergesst schon wieder, was ich sag da. Jetzt war ich bei Band 1 drin. Band 2 wird haben 520 Seiten. Also sogar noch mehr als Band 1. Finde ich cool. Und ja... Dadurch, dass wir das im August lesen, sind wir dann up to date für diesen zweiten und finalen Band, der dann Mitte November kommt. Und ja, ich glaube, Band 1 wird richtig gut und ich freue mich da sehr auf Band 2 auch schon. Und wir sind im Dezember und da kommen noch zwei Reihenfortsetzungen raus. Und zwar einmal Sisters of the Sword. Ich kann heute nicht reden. Sisters of the Sword Band 2. Der erste Teil, den habe ich auch noch im Regal stehen, da freue ich mich schon sehr drauf. Da geht es nämlich um zwei Schwestern, die sehr unterschiedlich sind. Die eine hat die Gabe, ganz spezielle magische Waffen und Schwerter zu schmieden und anzufertigen und ist aber sehr in sich gekehrt und hat Panikattacken und Ängste bei Leuten. Und ihre Schwester ist aber extrovertiert und die übernimmt das Reden und auch den Handel der Waffen. Das heißt, sie sind ein eingespieltes, gutes Duo. Und ist wohl die Königin, glaube ich, also irgendeine Machtposition, möchte, dass sie das stärkste Schwert für sie schmiedet. Und das tut sie dann auch. Aber als sie merken, welche Kräfte das Schwert hat, wissen sie, das darf die nicht in die Hand kriegen. Und somit fliehen sie mit diesem magischen Schwert, sind aber nicht alleine dabei, sondern begleitet von zwei Typen. Einer ist da wohl auch eher der Verwegene und einer der Ruhigere. Und ich schätze stark, dass es dann darum gehen wird, auch, dass sie unterwegs sind, das Schwert irgendwie verstecken wollen und auf der Flucht sind und es zwei Liebespaare geben wird. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, wen von denen ich da mehr mag, und ich mag sowas ganz gern. Und wenn man unterwegs ist in so Fantasy-Büchern, auf der Flucht von A nach B, das liebe ich sowieso. Das ist mein Thema, das lese ich immer gern. Also ja, ich freue mich da sehr auf Band 1 und Band 2 kommt dann am 14.12. Auch das ist der zweite Teil einer Dilogie. Deswegen, ja, da können wir dieses Jahr die Reihe sogar noch abschließen. Und die Bücher sind für die heutigen Verhältnisse mega günstig. Die kosten nämlich nur 13 Euro jeweils und dafür, dass es tolle Klappbroschüren in mega Qualität vom CBT Verlag sind, finde ich das ganz, ganz großartig. Und wir sind beim letzten Buch für dieses Video. Das kommt am 21.12. raus, nämlich die Dunkeldorn-Chroniken Band 2. Und auch da habe ich euch den ersten Teil ja im ersten Video vorgestellt, weil auch der kommt im September, irgendwann im Herbst, kommt der erste und der zweite dann schon hier Mitte, Ende Dezember raus, der dritte dann erst nächstes Jahr. Und auch das klingt nach einer richtig tollen Reihe. Ich bin sehr, sehr, sehr gehypt drauf, weil das sehr düster klingt und das mag ich sehr gern. Ich kann euch da noch mal kurz sagen, worum es in Band 1 geht, weil das ist auch eine Geschichte, die ongoing ist. Das heißt, da würde ich ja spoilern beim Klappentext von Band 2. So, ja, der erste Teil kommt im Oktober und der zweite im Dezember. Also da muss man nicht mal lang warten dann zu Band 2. Ja, und zwar geht es im ersten Teil dann, der Einstieg in die Geschichte, darum, dass alle 4 Jahre eine Pflanze erblüht, die so schrecklich wie schön ist, nämlich der Dunkeldorn. Und aus seinem schwarzen Blütenstaub gewinnen Magi die Essenz ihrer Zauberkraft. Doch die Pflanze zu berühren ist tödlich, das erfährt die junge Opal am eigenen Leib. Ein schreckliches Unglück nimmt ihr fast das Leben und verschlägt sie an eine düstere Universität, wo sie von einem Strudel aus Geheimnissen erfasst wird. Warum hat der Blütenstaub Opal nicht getötet? Was sind die Magier bereit für ihre Kräfte zu opfern? Und welches Interesse hat der berüchtigte, wie attraktive Dornenprinz höchstpersönlich an ihr, einer einfachen Plantagearbeiterin? Irgendwo zwischen den schwarzen Blütenblättern liegt die Antwort darauf, was an jenem Unglückstag wirklich geschah, an dem Opal alles verlor. Also es klingt mysteriös. Nach einer dunklen Akademie. Es klingt nach einer Liebesgeschichte, die sich da entwickelt mit diesem Dunkeldornprinzen. Und was hat der wohl für Absichten? Und warum hat sie denn diese tödliche Blume nicht getötet? Was steckt hinter ihr?
Also, ich habe so viele Fragezeichen im Kopf. Ich glaube, es kann richtig, richtig toll und gut werden. Und gerade da freue ich mich, dass die ersten beiden Bände noch dieses Jahr erscheinen. Und eben der erste im Oktober, der zweite im Dezember. Dann wird der dritte wahrscheinlich dann im Februar kommen. Ich schau mal. Ja, der dritte dann im Februar, also in 2-Monats-Takt. Was könnte toller sein? Ich liebe das ja bei New Adult sowieso, aber auch gerade bei so Fantasy-Büchern finde ich es so toll, wenn die so in 1 oder 2 Monatstakt schon rauskommen. I'm in love. Und das war's. Das war es für dieses Video und damit auch für die Halbjahresvorschauen im Thema Fantasy. Das waren die Reihenfortsetzungen und Reihenenden, die noch bis Ende Dezember im nächsten halben Jahr auf uns zukommen. Ich finde, einige tolle Bücher sind dabei. Ich freue mich auf sehr viele davon, wie ihr ja gemerkt habt im Video. Bei manchen bin ich unsicher, bei manchen habe ich die ersten Bände noch nicht gelesen, deswegen weiß ich noch nicht dazu, ob das was für mich ist. Aber bei manchen bin ich auch up to date und freue mich auf Nachschub, dass ich endlich rausfinden kann, wie gehen die Reihen weiter. Manche sind ja sogar letzte Teile, also wir gehen die Reihen aus, finde ich auch sehr toll, dass man ein paar Reihen wieder beenden kann dann noch in diesem Jahr, bevor wir dann nach 2023 starten, ist ja auch ganz cool. Und ja, das war es aber noch nicht mit dieser Videoreihe von mir, denn das vierte und letzte Video kommt dann auch noch demnächst. Da geht es dann um die Reihenfortsetzungen im Romance New Adult Bereich und auch da kommt jede Menge, deswegen verpasst auch dieses Video nicht, da ist wirklich ganz viel Tolles dabei. Und ja, ich freue mich wie immer über Kommentare von euch, über Austausch mit euch, über die ganzen Bücher, über die Neuerscheinungen. Auf welche Bücher freut ihr euch am meisten? Schreibt mir da wirklich alles dazu. Welche Reihen davon würdet ihr mir empfehlen, die ich noch nicht selber gelesen habe? Auch das gerne unten rein in die Kommentare. Und ja, mehr gibt es ja gar nicht zu sagen. Ich hoffe bis zum nächsten Video, bis zum letzten Teil dieser vierteiligen Reihe. Und einen schönen Tag wünsche ich euch natürlich auch noch. Bis dann. Tschüss.